Herzlich willkommen zu den Plenty System News im Dezember 2023. In diesem Video haben wir für euch wieder einige Neuigkeiten aus der Welt der Plenty Systems Produktentwicklung zusammengetragen. Details nach dem Intro. Zum Start möchte ich euch einen kleinen Überblick über die Themen des Videos geben. Wir beginnen mit den Marktplatzintegrationen, also dem Bereich Channel, mit News zu Otto und Amazon. Dann geht es direkt zu den Themen Plenty Warehouse, CRM und PIM. Zum Abschluss kommen dann noch die News aus dem Bereich Plenty Shop. Was hat gefehlt? Richtig, der Bereich Order. Im letzten Video hatte ich noch von einer Übergangszeit bis zu einem möglichen Nachfolger für mich in der Position des Area Product Manager für den Bereich OMS und Automation gesprochen. Diese Zeit ist glücklicherweise kurz ausgefallen und ich freue mich, Stefan Schmeichel in dieser Runde als neuen APM des Bereiches begrüßen zu können. Stefan, bitte gib unseren Zuschauern doch eine kurze Vorstellung von dir. Ja, vielen Dank, Ariel. Ich freue mich sehr auf die kommenden Herausforderungen im Bereich Order Management und Automation, der Bereich, den ich mit dem Team von AI übernehmen werde. Und gemeinsam wollen wir die neuen Herausforderungen angehen. Ich bin Stefan Schmeichel, 48 Jahre und seit 10 Jahren im Produktmanagement unterwegs, mit einiger Erfahrung im Bereich E-Commerce und diversen Change-Management-Prozessen, die ich begleitet habe, kenne ich die oftmals schwierigen Rahmenbedingungen, denen sich eine Produktorganisation ausgesetzt sieht und freue mich, diese gemeinsam mit der Plenty Crew zu meistern. Was mich besonders gereizt hat, zu Plenty Systems zu kommen, ist das Mindset, welches wir in Zukunft immer weiter vorantreiben wollen, Kundenprobleme verstehen und Lösungen liefern, die begeistern. Das ist sicherlich eine Maxime vieler Produktorganisationen, die Umsetzung zu meistern und auch den Fokus zu bewahren, macht allerdings hier den Erfolg aus. Und am besten gelingt dies, wenn alle Abteilungen im Boot sind und die Segel gemeinsam setzen. Darauf haben wir lange hingearbeitet und tun es immer noch, das voranzutreiben, zu perfektionieren. Von daher freue ich mich auf die spannende Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und unseren Kunden. Das wäre es soweit von mir und damit zurück zu Aje. Danke, Stefan, und noch einmal herzlich willkommen in der Plenty Crew. Nächstes Mal kommen wir dann wieder mit detaillierten Neuigkeiten vom Produkt selber. Und weiter geht es dann auch direkt mit Daniel für den Bereich Channel. Daniel, Feuer frei. Ja, danke Aje und herzlich willkommen, Stefan. Ich habe heute 4 Themen mitgebracht. Aya hat das schon angekündigt. Es gibt News zu Otto, ein bisschen was zu Amazon, zu Shopify und zu eMAG. Fangen wir mit Otto an. Wir haben Otto OAuth 2 implementiert. Das hört sich jetzt mal total unspannend an. Das ist einfach nur die Authentifizierung von Plenty gegenüber Otto. Da haben wir mit der Pilotphase bereits begonnen. Das heißt, die ersten Kunden, die laufen bereits über OAuth 2. Warum machen wir das überhaupt? Zum einen ist es eine verpflichtende Änderung von Otto und zum anderen löst es direkt auch Probleme mit der aktuellen Authentifizierung. Kommen wir direkt zu Amazon. Bei Amazon haben wir die Amazon Feed UI implementiert. In der Feed UI werten wir die Ergebnisse, die wir an Amazon übertragen haben, aus. Ja, dies soll zum einen helfen, eine bessere Übersicht zu erhalten, also sprich über alles, was ihr zu Amazon übertragen habt, aber zusätzlich hilft es auch im Fehlerfall enorm. Das nächste Thema ist Shopify. Bis dato importieren wir noch nicht die Umsatzsteuer-ID beim Import der Bestellungen. Dies haben wir nun nachgeholt und somit funktioniert auch die entsprechende Plenty-Steuerberechnung. Das nächste Thema ist eMAG. Bis dato hatten wir noch keinen Rechnungsupload. Das haben wir jetzt nachgeholt, sodass, sobald der Versand bestätigt wurde, die Rechnung automatisch zu eMAG hochgeladen wurde. Das war es soweit vom Plenty-Channel. Ich gebe weiter zu Thorsten. Jo, danke Daniel. Gut, fangen wir mal mit einem Update an. Also im letzten Video habe ich ja von der aktuellen Plenty Warehouse Version gesprochen, die jetzt schon eine ganze Zeit als Beta gereift ist. Und da haben wir jetzt tatsächlich gerade den Release-Prozess eingeleitet. Das kommt also noch dieses Jahr. Für eine der folgenden Versionen hatte ich ja die Unterstützung von Trolleys in der rollenden Kommissionierung angekündigt. Und dieses Projekt ist jetzt ebenfalls schon in QA. Und ich habe mir da vorletzte Woche schon mal einen Stand angucken können, inklusive der Verwaltung der Trolleys im Backend. Und ich glaube, dass da bereits das erste Inkrement schon ziemlich viel Freude bereiten wird. Das sieht wirklich gut aus. Könnt ihr gespannt sein. Ich denke, im Laufe des Januars werden wir euch das dann auch direkt anbieten können. Und dann habe ich noch ein weiteres Update, und zwar zu der ebenfalls bereits angekündigten Migration der Zuordnung zwischen Kampagne und Artikel.
Da haben wir jetzt schon bereits ein paar Tage nach dem letzten Video den Zeitplan im Forum veröffentlicht und auch alle Details dazu, was ihr wissen müsst. Aber ich würde sagen, den Link hängen wir euch jetzt hier nochmal ans Video an. Und gestartet wird damit ab 10.01. erst im Beta und dann jeweils den nächsten Branch eine Woche später. Dann noch ein Update zur Erweiterung des Item-Katalogs. Ihr habt ja noch im Hinterkopf, das ist was wir jetzt so stückweise ausrollen. Denn da wird es jetzt zwischen den Feature-Freeze-Zeiten bei uns das nächste Paket geben mit zusätzlichen Feldern. Und hier liegt jetzt der Schwerpunkt auf den Vererbungszuständen. Den Changelog verlinken wir ebenfalls. Und wo wir gerade bei Artikeln sind, wieder ein kleiner Spoiler. Und zwar haben wir jetzt die erste Version der Katalogvorschau in QA. Und das bedeutet, ihr bekommt demnächst eine Möglichkeit, euch das Mapping für Marktplätze oder generelle Kataloge anzeigen zu lassen, ohne die Artikel-UI zu verlassen. Und den Stand, den würden wir euch relativ zeitnah, wahrscheinlich schon im Januar, zugänglich machen. Und der letzte Punkt auf meiner Liste, das ist ein Update zur eBay-Integration im Messenger. Und da ist man glücklicherweise ebenfalls bereits auf der Zielgeraden, also mitten in der QA-Phase, sodass wir hier wirklich jetzt nicht mehr weit von der Feature-Gleichheit zum Ticketsystem entfernt sind. Und ja, wirklich positive Entwicklung. Wir haben jetzt ein paar Sachen auch ein bisschen zurückgehalten, einfach deswegen, weil wir euch im Weihnachtsgeschäft möglichst wenig irritieren wollen. Aber es kommt jetzt im neuen Jahr ganz viel auch, ja, auch von CRM, von Plenty Warehouse, von Item. Und da könnt ihr wirklich gespannt sein. Und dann gebe ich mal weiter an Kolja. Ja, vielen Dank, Thorsten. Bei mir dreht sich natürlich alles um die Plenty Shop PWA. Wie im letzten Product News Video auch schon angekündigt, haben wir ein neues Format im Forum, über das wir euch über die Updates alles rund um die Plenty Shop PWA informieren. Aktuell haben wir unser zweites Update live gestellt. Das heißt, dort könnt ihr einmal reinschauen, woran haben wir gearbeitet, woran arbeiten wir gerade und was sind die nächsten Schritte, die kommen werden für die PWA. Update bedeutet aktuell auch, solltet ihr schon mit der aktuellen Version der PWA gearbeitet haben, dass ihr diese auf die neueste PWA-Version aktualisieren müsst. Für die, die sich damit beschäftigt haben, ist das kein Problem. Ihr findet dort auch einen Link direkt im Forum. Und genau, wenn ihr euch das zweite Update anguckt, sucht gerne auch nochmal in dem Forenbereich im Verlauf. Dort seht ihr auch das erste Update. Dort könnt ihr auch nochmal reingucken, um zu sehen, was wir alles schon gemacht haben und was in der PWA jetzt schon enthalten ist. Das zweite Thema ist etwas ganz Besonderes. Das ist die Entwicklerdokumentation für die PWA. Da bin ich sehr froh, dass wir sie jetzt auch mit diesem Video ankündigen können. Wir haben ja ein neues Format gewählt. Es handelt sich hierbei um eine Entwicklerdoku. Das bedeutet, wie wird die PWA eingerichtet, welche API-Schnittstellen haben wir etc. Also sehr detailliert, sehr einfach zugänglich. Guckt da gerne mal rein. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, was ihr von diesem Format haltet. Und damit generell nicht nur Entwickler sich Informationen zur PWA holen können, also einmal über das Forum, haben wir auch eine Webseite für die PWA. Da habe ich auch schon öfters drüber gesprochen. Diese wird kontinuierlich von uns angepasst. Das bedeutet, dort habt ihr die Release-Timeline zum Beispiel, aktuell Feature Set 3. Welche Bestandteile sind da drin? Es wird kontinuierlich abgedatet, was wir machen, woran wir arbeiten, was die nächsten Schritte sind. Und ebenfalls haben wir mit vielen Stakeholdern zusammengearbeitet, die uns Fragen gestellt haben. Wir haben vereinzelt Meetings gehabt, um nochmal genauer herauszufinden, was die nächsten Features sind, die wir umsetzen sollen. Daran werden wir auch weiter arbeiten. Und all diese Fragen, die wir bekommen haben, haben wir aufgenommen, damit ihr sie uns nicht nochmal stellen müsst, sondern dort direkt eine Antwort drauf bekommt. Das heißt, in dem Bereich häufig gestellte Fragen haben wir sozusagen die Fragen aufgenommen, die Antworten dazu gepackt. Und ich hoffe, das hilft euch, ein Bild von der PWA zu machen. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie gesagt, wie ihr mit der Dokumentation umgeht und was die ersten Ergebnisse sein werden in Hinsicht auf Plenty Shop PWA. Und damit wäre ich mit meinen Themen auch durch und würde an Aye zurückgeben. Ja, danke, Kolja. Das klingt super spannend.
Der PWA-Shop geht ja damit dann so langsam auf die Zielgerade zu. Also super, super spannende Themen. Nee, vielen Dank dann auch an Thorsten, Stefan und Daniel für die Updates. Das waren dann auch die Produktnews für den Dezember. 2023 war für uns bei Plenty Systems ein Jahr der Um- und Aufbrüche. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Geduld, euer Feedback, euren Zuspruch, aber auch für die konstruktive Kritik. Mit den Veränderungen, die gerade im Entstehen sind, planen wir noch einmal deutlich näher an euch, den Nutzerinnen und Nutzern von Plenty Systems zu sein. Seid also gespannt auf einige Updates, die vor allem bei den oder in den Bereichen Kommunikation und Service jetzt noch kommen werden. Im Namen des Plenty Systems Teams wünschen wir euch schon einmal beschauliche Festtage, weiterhin ein tolles Weihnachtsgeschäft und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im Januar.